Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Element Wasser. Das Wasser ist ja total wichtig für uns. Wir brauchen es auf jeden Fall zum Trinken, aber natürlich auch zum Waschen und zum Gießen zum Beispiel. Und in diesem Video möchte ich euch ein paar Beispiele zeigen für einen autarken Umgang mit Wasser. Und hier im Hintergrund seht ihr auch, was bei uns in Deutschland ganz selbstverständlich ist, Bäche, Seen. Und dass es auch einfach total schön ist und angenehm ist, da mal reinzuspringen und zu baden. Genau. Ja, im weiteren Verlauf zeige ich euch eben, wie das hier so läuft in einem eher trockenen Gebiet. Zum Spülen brauchen wir viel Wasser. In dem Fall ist das Wasser fast leer. Ihr hört es an dem Geräusch vielleicht. Wir haben das System hier so, dass der Schlauch geht da runter zu einem Kanister und mit dem Knopf hier wird eine Pumpe bedient. Schaut mal, hier unten der Kanister ist leer und das heißt, ich gehe jetzt mit dem zweiten Kanister, wir haben zwei Kanister, die wir austauschen können, gehe ich jetzt Wasser holen. Und das ist jetzt relativ, sag ich mal, gewöhnlich, ne, gewohnt, dass es hier aus der Leitung kommt. Ja, die Leitung ist allerdings, die geht zu einer Pumpe, wo das hier auf dem Land quasi aus dem Boden geholt wird, in einem Bohrloch. Das zeige ich euch dann gleich. Ja, das hier sind diese beiden Kanister, von denen wir es gerade hatten. Und das ist jetzt der volle und da kommt diese Tauchpumpe rein. Und dann kann man das eben mit einem Knopfdruck über diesen Schlauch nach oben pumpen. Und hier oben ist eben so ein Knopf. Und wenn ich den drücke, dann geht diese Pumpe an und das Wasser kommt oben raus. So, jetzt kann ich spülen. Das hier ist der alte Haupthahn vom Wasseranschluss an das Netz vom Ort hier, Servicio de Aguas. Und da sieht man eben, da ist der Haupthahn und hier oben ist es abgeklemmt. Also, ja. Und stattdessen kommt eben das Wasser, ich denke mal hier aus diesem Schlauch, von dieser Bohrlochpumpe. Ja, hier kommt das ganze Wasser her, das hier in diesem kleinen Dörfchen gebraucht wird. Das ist ein Bohrloch, was sage und schreibe 40 Meter in die Tiefe geht. Hier dieser große Teil. Und in dieses Loch ist eben so eine Pumpe, das ist die alte Pumpe, die wurde jetzt vor kurzem hier rausgeholt. Die ist da eben in diesen 40 Meter tiefen Loch versenkt. Und an den oberen Teil sieht man, kommt so ein Schlauch dran. Und das ist hier der Schlauch, der da rauskommt. Und so ein Kabel wird da angeschlossen, weil die natürlich auch Strom braucht. Und diese Pumpe, die pumpt dann eben diese 40 Meter hier hoch. Und das nächste, was mit dem Wasser passiert, das zeige ich euch gleich. Aus dem Bohrloch kommt es dann hier rüber in diesen Anbau. Und in diesem Tank ist dann noch so ein, das funktioniert glaube ich mit so einem Gummischlauch. Da wird dann quasi der Druck aufgebaut über so eine andere Pumpe, die hier ist. Und von dort aus geht es dann in die Leitung. Und jedes Mal, wenn man hier dann den Wasserhahn anmacht und der Druck nachlässt, dann springt irgendwann diese Pumpe an und baut den Druck in dem Tank wieder auf. Und so hat man eben dann ein Leitungssystem unter Druck. Die ursprünglichste Variante, an Wasser zu kommen, ist ein Brunnen. Und auch die, wie soll ich sagen, energieärmste Variante. Und hier ist so ein Brunnen. Der Deckel ist wichtig, damit da nichts reinfällt. Ja, hier ist ein Brunnen. Schaut mal rein. Was ich hier erfahren habe, ist, dass es gar nicht so leicht ist, so einen Eimer in den Brunnen zu werfen, dass man da auch wirklich Wasser rauskriegt. Weil der schwimmt dann so drauf. Und damit man da Wasser reinbekommt, muss man den so werfen, dass der so landet. So. Und dann kriegt man hier auch Wasser raus. Ja, und das ist wirklich schön, ja, relativ sauber.
Der Nachteil von so einem Brunnen ist, wenn da jetzt eine Eidechse reinfällt oder eine Schnecke oder Fliegen, dann verenden die da natürlich auch drin. Den sollte man vielleicht vorher nochmal sauber machen, bevor man es trinken will. Aber wir benutzen das Wasser einfach zum Blumengießen und da ist es völlig in Ordnung. Unser Trinkwasser haben wir hier in diesen Plastikflaschen und die füllen wir dann so einmal die Woche an einer Quelle auf, die hier ganz in der Nähe ist. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Alternativ könnte man dann natürlich auch anderes Wasser filtern, wie ich das auch euch gleich zeige. Sollte es mal nicht klappen, dass man Zugang zu einer Quelle hat, dann gibt es hier zum Beispiel auch so Wasserfilter. So, ich habe jetzt gerade hier oben Brunnenwasser reingefüllt. Und so, ich habe jetzt hier den Hahn aufgemacht und jetzt läuft es hier durch. Und das sollte trinkbar sein dann. Das ist ein Filter, so ein Keramikfilter, der die meisten Sachen zurückhält. Also Bakterien und Schwermetalle und sowas. Und während das Wasser läuft, möchte ich euch noch eine andere Sache zeigen. Und zwar das hier, das ist eine Campingdusche. Da kann man hier pumpen und dadurch entsteht da eben ein Druck drin. Ist natürlich auch Wasser drin. Und dann kann man sich hier mit so duschen. Ist ganz schön. Und weil es so schwarz ist, kann man es in die Sonne stellen und dann wird es auch schön warm. Also auch eine sehr praktische Sache, wenn man so unterwegs ist. Es ist natürlich sehr schön, sich ab und zu mal abzukühlen, gerade hier in der portugiesischen Sommerhitze. Und dafür wurde dieser Pool gebaut. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man den füllen wollen würde mit dem Grundwasser, sage ich jetzt mal, aus diesem Bohrloch, dann müsste die Pumpe dafür ganz schön lange laufen und auch ganz schön lange die Sonne scheinen oder der Strom vom Netz bezogen werden. Und deswegen ist es jetzt einfach Bachwasser, was hier über die lange Leitung, die abenteuerlicherweise in der Landschaft liegt, von unten, da unten ist der Bach, zumindest wenn es regnet im Winter, ist da schon ein ordentlicher Bach und ein Wasserloch, das zeige ich gleich. Hier an diesem Wasserloch beginnt der, sagen wir mal, zweite Wasserkreislauf hier von dem Land. Also da vorne sieht man so einen kleinen Bachlauf und in der Regenzeit fließt auch richtig viel Wasser durch. Jetzt ist allerdings Sommer und es fängt schon an auszutrocknen. Sollte das mal leer sein, dann gibt es hier auch noch unter diesem, das sieht man da, so ein kleines bisschen, hier ist noch ein Brunnen verborgen mit einem Deckel drauf. Und da ist eben auch noch, da kann man dann auch noch Wasser rauspumpen. Und mit diesem Wasser hier, was jetzt auch nicht so ganz sauber ist, wird dann über so eine Pumpe, ne, hier ein Schlauch drin, und dann über so eine Pumpe wird dann hier das Wasser hochgepumpt in den Pool. Und dort ist quasi dann auch wie so ein Wasserreservoir, wo man dann eben auch über den gleichen Schlauch hier unten diesen Wassertank füllen kann
Da ist dann jetzt quasi das alte Poolwasser drin und mit diesem Wasser wird dann der Garten gegossen, der sich hier unten befindet. So, ich hoffe, die Kameraführung war nicht zu schnell. Genau. So läuft das mit dem Gießwasser hier.